schneidet man einen Körper auf, ist alles ganz frisch und rosig. Im Inneren noch unversehrt. Wenn er noch nicht lange tot. Und also überkommt die lebensbejahenden Feuervögel angesichts des organizistischen, leiblichen und zeitlichen kein Ekel. Nein, sie erkennen diese genialische, unvorstellbar genialische Struktur der Weichfleischlichkeit bis in ihre Quantenebene. Wie genial das angeordnet ist, damit das zu funktionieren weiß und elastischen, zähviskösen Widerstand gegen sofortiges Zerplatzen des Luftballons aufweist, von den Anpassungen der Funktionsorgane in ihrem perfekten Design, ganz zu schweigen, die eben den Unterhaltungswert in diesem Bühnungsprogramm darstellt, das Ballett der Natur, die Artistik, die Athletik, das Fliegen, das Flitzen, das Schwimmen, all dieses Wissen, der Korpuskulanten des Körpers als eines viel schnelleren, viel hochenergetischeren wohl abgestimmten Symphonie reicht nicht einmal Orchestrierung. Des komplexesten Konzerts überhaupt. Auch wenn es dafür keine Klänge, sondern nur manchmal ein bisschen Piepsen abgeben muss, um auf sich hinzuweisen oder andere Spatzen anzulocken oder wegzuscheuchen oder zu warnen.